So, liebe Freunde, wir können zu Mafia 3 abzunutzen. Dickeren Auftrag, denke ich mir mal. Auto sehe ich wieder repariert, sehr schön. Uns fehlt ja die Motorhaube. Cooles Haus. Also ein bisschen die Musik genießen, warum denn nicht, ne? In den 60er Jahren. So, da sind wir auch schon ab durch die Vordertür. Wer ist da? Pizza Service. Andere Kiste. Wir sitzen nicht alleine. Okay, wir haben den nur abgeholt. Ich glaube, wenn wir zu Sammys Bar gehen, wird dir das eine Menge bringen, Denker. Ehrlich gesagt, Vater, sehe ich kaum einen Sinn darin. Es ist schwer, loszulassen. Sich zu verabschieden. Ein Abschied bringt mir nicht das, was ich will, Vater. Das, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst, mein Sohn. Deine Tante Lilly hat sich gestern gemeldet. Hat wieder nach dir gefragt. Ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, was aus Sammys Bar zu machen. Oh, weiß nicht, was ich ihr sagen soll. So wie alles läuft. Nun, sie war schon immer eine willensstarke Frau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz tief in sich. Fing an, die ganze Nacht am Hinterausgang der Bar Mädels anschaffen zu lassen. Schließlich hatte Lilly genug. Sie marschierte mit dem Feuer des Herrn im Herzen hier rein, schmiss alle Mädels raus, die Freier, Sammys Crew
Und dann hat sie sich ihren Bruder so richtig zur Brust genommen. Hat ihm gesagt, er versündigt sich an Perla. Aber vielmehr noch an euch Jungs, dass ihr euch vorlebt, dass eure Mutter nichts bedeutete. Von diesem Zeitpunkt an gab es dort keine Prostitution mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass Tante Lilly uns manchmal für ein paar Nächte zu sich nahm und uns Eis kaufte und sowas. Sie hat euch Jungs beschützt. Eine solche Familie ist ein Geschenk Gottes, mein Sohn. Park vorne. Wir müssen da jetzt rein. Ist ja gut. Zeit, da reinzugehen. Ihn zu ihr. Fuck, was ist das denn, ey? Komisch. Was ist das denn, Fischer? Erledigt. Aber wenn noch mehr kommen, möchte ich, dass sie verschwindet. Eine meiner Gemeindeschwestern ist verreist. Sie hat eine Wohnung in Tickfor. Da sind wir sicher. Ach, abgeschlossen. Das weißt du abgeschlossen. Nicht. Ich bringe sie dorthin. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Okay. Ich werde mich erstmal drin umsehen. Die lebt noch. Ist aber nicht mehr. Oh, was ist denn hier los? Wer zur Hölle waren diese Leute? Alter, so satanistische Scheiße, oder nicht? Hier, die Symbole. Junge, Junge. Okay. Kranke Scheiße. Sache, in meinem Safe geht's noch gut. Untersuchungsmodus. Abgeknallt, dass er weggerannt ist. Was machen wir hier auf Knallpulse oder was? Oh, was ist das? Fesselspuren müssen ihn gefesselt haben. Die schleifen ihn also hier rein, aber als er abhauen will, knallen sie ihn ab. Aber warum waren die überhaupt hier?
besudelt von Blut. Das ist das, was diese Anna gesagt hat. Ja, das haben wir auch. Geh mal hier rein. Cool, ich bin so Detektiv oder so eine Kacke. Ist nichts. Sieht irgendwie rituell aus. Diese Zeichen. Seltsam. Was haben wir hier? Oh, Scheiße. Was verbrennen die denn hier? So eine Art Weihrauch vielleicht. Eine Schale. Vielleicht für irgendeine Art von Zeremonie. Was ist wohl mit dir passiert? Keine Spur von Fesseln. So eine Karte habe ich ja noch nie gesehen. Die Blume ist handgemalt. Der hat wohl ein Messer in den Bauch gekriegt. Okay. Mach ich was? Aha. Irgendeine Art von Tattoo. Könnte was bedeuten. Interessant. Hast dich wohl mit der Falschen angelegt. Okay, das wäre dann alles. Zeit zu gehen. Jo. Tja, die Ladezeit, die ist kurz.
Jo. Im Blut gehüllt, Freunde, ganz ehrlich. Ich freue mich schon, wenn wir diese komplette Sekte, jeden Einzelnen dort killen werden. Ganz ehrlich, so eine verfickte Scheiße, Hammer. Dann gehen wir mal auf die Jagd. So ein bisschen Medizin. Ich weiß nicht, meine Meinung, so dreckige Teufelsanbeter, die müssen ausgelöscht werden. Ich will das auch mal anschauen hier? Ne, doch nicht, schade. Okay, ab raus hier. Ah, Momentos. Kugelsichere Weste, sag ich jetzt. Nehmen wir definitiv mit. Brauchen wir bestimmt. So. Jetzt aber raus aus mein Haus und die Sekte vernichten. Ja.
Ab geht die Post. Toll. So, keine Ahnung, warum ich jetzt hier reingehe, aber ich hatte irgendwie voll Lust. Ah, sonst ist hier nichts. Geil. Sekte. So richtig Illuminati-Scheiße. Zum Glück habe ich eine gleich hier. Anna, eine Freundin von mir, hatte genau so eine Karte. Ist ständig hierher gekommen. Hab sie nicht gesehen, seit sie mit einem von Bonnies Groupies weg ist. Die ist nicht so gut drauf. Und ich bin hier, um mal mit Bonnie darüber zu reden. Komm rein. Ich gebe dir eine kostenlose Führung, falls das Anna hilft. Private Twinkle Toes. Wo willst du denn hin? Ich führe nur unseren neuen Gast herum. Mhm. Du übernimmst die Tür für mich, okay? Ich bin übrigens Oscar. Lincoln, was für ein Name? Army. Bis Onkel Sam mich für unerwünscht erklärt hat. Scheiße. Tut mir leid, Mann. Geht's hier immer so ab? Drogen und Alk für Lau sorgen dafür. Bonnies Leute halten den Zirkus hier rund um die Uhr am Laufen. Wie geht es dir? Ist kein Fan, huh? Ich trau der Schlampe nicht. Sie und ihrem kranken inneren Zirkel. Hat dir das gefallen? Denn ich weiß von einer echten Party. Komm schon. Weiß nicht. Hab zu tun und... Und da ist sie, wie sie leibt und lebt. Die verdammte Bonnie Harless. Die Hure der Huren. Schaut euch nur an. Das Schönste, was New Bordeaux zu bieten hat. Und ihr habt euch was zu trinken verdient. Genießt ein paar Kräuter. Genießt die Nacht. Lasst die Seele emporsteigen. Der Schleier ist gelüftet. Okay. Komm schon,
Ich will dir etwas zeigen, hinten im Lagerraum. Vielleicht kannst du dir ja einen Reim darauf machen. Bonnie hat die fest im Griff. So macht sie das. Sucht sich die Schwächsten aus. Dann macht sie Bonnie Harless zur wichtigsten Person in deren Leben. Kranke Gesellschaft. Die Typen, die da drüben die Tür bewachen? VIP-Bereich? Keine Ahnung. Aber Bonnie hat immer bewaffnete Wachen an der Tür. Hab gehört, wie sie von Orten der Finsternis geredet haben. Als ich Anna das letzte Mal gesehen habe, wurde sie nach da unten gebracht. Ich habe ein paar Fässer nach oben gebracht. Dabei habe ich da hinten eine Schwarzlichtlampe gefunden. Wofür haben die sowas gebraucht? Schau doch mal selbst. An der Wand. Okay. Nicht, dass das hier so eine Falle ist. Eine Art Schwarzlichtlampe. Vielleicht finde ich damit einen Weg. Sag ich doch, satanistische Scheiße. Immer schön cool bleiben. Ich sollte deinen Schwuchtelarsch auf die Tanzfläche schleifen und dir dann reintreten. Okay, jetzt habe ich Angst. Zufrieden? Arschloch. Oscar, was geht da unten so vor? Bin mir nicht sicher, aber was auch immer das ist, es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Mal sehen, also, ob ich die Wachen von der Tür weglocken kann. Zumindest für eine Minute. Aber du musst dich beeilen. Danke, Oscar. Übrigens, ich glaube, das ist heute deine letzte Nacht im Nuit Blanche. Lass dich da unten nicht umlegen. Das ist ganz übles, Alice. Hä? Schissen schlechter Stoff. Siehst du, Mann? Ich glaube, ich brauche eure Hilfe, Leute. So. Ja, voller Kecker hier, ey. Bonnies Leute sind wahrscheinlich dadurch. Ich muss einen Weg finden, um sie aufzuspüren. Schwarzlich. Okay. Scheint so, als wären Bonnies Leute hier durchgekommen. Oh, nicht schlecht. Und jetzt, hallo? Mach so, boah, einmal um die Ecke gehen. Manchmal ist es einfacher wie... Okay, ist alles zu. Ja gut, wir haben das Schwarzlicht jetzt hier, aber komm mal jetzt hier durch. Nee, kommen wir hier nicht so ganz genau richtig durch. Hier. Scheiße, geht ja auch nicht auf. Moment mal, wir haben doch eine Waffe, oder nicht? Oh ne, jetzt kann ich die Waffe nicht rausholen.
Und dieses beschissene Schwarzlicht hier. Ah, hier gibt es auch noch einen Weg, Gott sei Dank. Alles komisch hier, echt. Alles komisch. Was ist das für eine Scheiße schon wieder? Aha. Bonnies kleiner Club brummt. Mal her, den Mist. Ich kenne diese Ratte. Der alte Rebellengeneral Braxton Mosby Harless. Er und sein Clan hatten ein Haus oben in Frisco Fields. Das ist eigentlich so eine abgefuckte Illuminati-Sekte hier. Ich habe davon gelesen. Brandstiftung. Hat ein paar schwarze Kids drüben in Barclay umgebracht. Vielleicht entsprechen diese Altäre bestimmten Stellen in der Stadt. Boah, sie mit Blut sogar. Storage. Scheint ein Ort drüben im Bayou zu sein. Was sind die Verrückte? Verrückte, alter Schwede. Scheiß Satanisten.
Fuck. Ich schlachte dich ab, Schweinchen. Nein, der gehört mir. Mir. Schaut ihn euch an. Da ist mehr als genug für alle dran. Okay. Gib uns das Mädchen, Schweinchen. Jetzt gibt es Ärger. Boah, was ist das für kranke Weiber hier? Junge, und ich sehe hier gar nichts. Wo ist dein Emma? Leben gehört mir. Noch nicht fertig? Schön ausgelöscht. Na, wenigstens haben die ein bisschen Kohle. Wurfmesser, geil! Ups. Schön zu Drogen noch leicht so, wa? Bonnie sagt, der Störenfried. Hä? Nee, 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 meine Sniper bekommt niemand hier. Ist der etwa verschwunden? Wo ist der hin, verdammt? Suche und du wirst finden. Ich tauche ab. Junge, keiner hat eine Chance gegen Sniper, hallo? So, Kohle aufgehoben. Ich muss waschen. In der Innenstadt. Klar, doch, Chef. Bin schon unterwegs. Ich brauche eine Crew in der Innenstadt. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Runter, bevor du erwischt wirst. Die Ensemble! Scheiße, was? Ich seh ihn! Wie ich mein Ziel treffe? Ja, das ist tot! Sowas war toll! Schön abgeknallt, das Schwein. Gut, jetzt wo lang? Ja, sonst nichts mehr hier zu tun.
Moment mal, von da kommen wir ja. Wo ist denn hier der scheiß Ausgang? Hallo, Ausgang, Kuh. Genau, hier, von hier kommen wir ja, also müsste eigentlich jeder Ausgang auch irgendwo sein. Scheiße, dass wir jetzt selber hier suchen müssen. Na, das sieht doch schon mal gut aus hier. Genau, hier war das doch. Was ist mit dem los? Was ist der denn am Pennen? So, Freunde, das war noch ein schöner Part, finde ich.